Moin! Ein neuer Tag und wieder Sonne. Genau, unser erster ganzer Tag jetzt hier in Auckland direkt. Wir haben ja gestern den Camp abgegeben und sind da mit dem Bus nach Wonhunga gefahren. Und da war dann eigentlich der Plan, dass wir was zu essen holen. Es war irgendwie, glaube ich, 10 vor 5 oder so. Und wir haben schon gesehen, dass die ganzen Geschäfte langsam zumachen. Wir haben schon uns gewundert und dachten, naja, okay. Naja, und dann standen wir vor Subway und wollten bestellen. Und dann sagte sie, ja, wir schließen jetzt auch. Und naja, wir haben dann gedacht, wenn sie um 5 schließen, 10 vor 5, würde man ja eigentlich noch was kriegen können. Nee, war nicht so. Wir haben wohl so hungrig ausgesehen, dass sie uns dann 2 Cookies noch geschenkt hat, die sie da hatte. Ja, genau. Und dann haben wir erstmal geguckt. Dann wollten wir eigentlich bei Domino's was essen. Da gab es aber keine Plätze innen drin. Ja, dann waren wir einfach so frustriert und hatten gar keine Lust mehr, dass wir einfach den Bus geschnappt haben zur Unterkunft. Und gegenüber von unserer Unterkunft ist auch noch eine Pizzeria. Und dann haben wir einfach online da was bestellt. Und Tom hatte das dann abgeholt, dass das fertig war. Das war dann auch in Ordnung. Für den Großen gab es dann noch Curly Fries. Und hat ein bisschen von unserer Pizza gegessen, genau. Ja, ansonsten ja, hat der Große das eigentlich total genossen, da Raum zu haben, zu spielen. Und ja, war da völlig vertieft in seinem Element mit seinen Autos. Und die ganzen Kissen hat er verwendet, um Häuser zu bauen und Bus zu spielen und was auch immer. Genau. Und die kleine Maus hat natürlich da auch genug Platz zum Rumkrabbeln und Spielen. Und wir haben dann einfach schon ein bisschen uns eingerichtet. Wir sind da jetzt in der Unterkunft ja knapp 2 Wochen. Genau, und haben dann erstmal unser Zeug verstaut und eingeräumt und genau. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Dann war auch Zeit wieder fürs Bett. Und wir haben dann noch ein bisschen die Zeit genutzt, ja, Insta aktuell zu machen und Blogbeiträge zu machen, Vlogs zu machen. Mal hier die Sonne aussetzen. Bin ganz schön geblendet hier. Genau, ein bisschen gearbeitet und heute Morgen gab es Pancakes zum Frühstück und wir haben ganz slow in den Tag gestartet und sind dann los. Bei unserer Unterkunft gibt es in der Nähe einen Spielplatz. Das ist eigentlich ganz cool. Also 3 Minuten Fußweg, wenn überhaupt. Und den kann man sogar schon sehen, wenn man aus der Haustür rausgeht. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und dann sind wir erstmal dahin gegangen und dann hatte ich gesehen, dass halt in dem Gebäude daneben an ganz viele Mamis mit Kindern waren und ich glaub, 1 oder 2 Papas gab es da auch. Die haben da Musik gemacht und ich habe dann so ein bisschen geguckt und dann kam meine Mitarbeiterin raus und meinte, ja, immer donnerstags und montags findet da so ein kleiner Spielkreis mit Musizieren und Spielen und sowas statt und hinterher Kaffee trinken und so. Und genau, hat er gesagt, wir können halt gerne auch mal vorbeikommen. Und ich dachte, na, wenn man jetzt schon hier so ein bisschen länger an einem Ort ist, kann man so ein bisschen Routine und Alltag reinkriegen. Und ich glaube, für die Kids ist es total cool. Also vor allem für den Großen, weil der ja auch schon den Kindergarten vermisst, da einfach einen Platz zu haben, wo ja, andere Kinder sind und ein bisschen Programm geliefert wird. Genau, das ist auf jeden Fall richtig cool. Das werden wir auf jeden Fall mal wahrnehmen. Und dann hat Torben in der Zeit Zeit, um ein bisschen zu arbeiten, am Blog zu arbeiten, an Videos zu bearbeiten und so weiter. Weil das ist ja nicht immer so ganz so seine Welt. Genau, ich freue mich auf jeden Fall schon voll drauf. Und genau, dann sind wir von dort aus dann weiter wieder nach Wonhunga. Das ist quasi das nächste Viertel so von unserer Unterkunft. Und da gibt es halt so ein Outlet-Center, wo wir halt auch gestern waren. Heute hat das länger auf, donnerstags. Genau, und sind dann ein bisschen durch die Läden gestöbert. Es lohnt sich echt teilweise bis zu 80% Rabatt, weil manchmal sind die Sachen schon vorrabattiert und dann kommt nochmal irgendwie Rabatt drauf. Es war jetzt unglaublich viele Sachen auf 50% oder 30% reduziert, manchmal halt on top zu dem Rabattpreis, der eh schon da war. Hier ist halt ja End Summer Sale, ich glaube, das hatte ich ja schon mal auch erzählt. Ja, und das hat sich, also waren schon coole Angebote. Tom hat sich eine neue Hose gekauft. Und für unseren Großen haben wir so einen Marvel-Schlafanzug und ein Sea Shepherd-Shirt. Das gab es da bei einem Laden. Für die kleine Maus war leider irgendwie in der Größe nicht so richtig was dabei. Und ich wollte auch nicht so fündig, aber ist nicht so schlimm. Genau, da haben wir auf jeden Fall gute Schnäppchen gemacht, würde ich sagen. Und jetzt
sind wir dann, also Kaffee getrunken haben wir da auch noch und ein bisschen eine Kleinigkeit gegessen. Jetzt sind wir hier in dem, ich glaube, War Memorial Park. Müsst ihr nochmal nachgucken, wie der genau hieß. Sehen wir euch dann später. Hier gibt es halt einen großen Spielplatz und ein bisschen Park. Ja, genau. Und da dürfen jetzt die Kinder ein bisschen hier rumtoben. Es ist ganz cool mit dem Boden hier. Da kann halt die kleine Maus auch gut ja, sich ein bisschen bewegen und spielen. Weil das relativ weich ist, aber nicht so Krümelkram ist. Also liegt da auch ein bisschen Äste rum und sowas ab. Ist nicht ganz schlimm. Genau, so, soweit. Wir gucken mal, was wir den Tag über noch machen. Der Große hatte sich auf jeden Fall gewünscht, weil er ja auch traurig war, dass er gestern keinen Sub gekriegt hat. Und das mit 2,5, ne? Ist auch cool. Genau, hat er sich gewünscht, dass wir das heute machen. Deswegen werden wir nachher dann wieder zurücklaufen auf jeden Fall. Und dort beim Subway essen. Ja, und ich glaube, das ist dann auch eigentlich so für den Tag. Wir gucken mal, was wir die nächsten Tage machen. Es windet ein bisschen hier. Die nächsten Tage soll es nämlich auch ein bisschen regnen und sehr bewölkt sein. Deswegen mal schauen, wie wir da die Tage verbringen. Danach kommen wieder Tage mit Sonne. Da werden wir bestimmt auch mal so Auckland uns noch mal ein bisschen angucken. Wir waren da ja schon mal so innenstadtmäßig. Ja, genau. Aber wir nehmen euch natürlich weiterhin mit. Bis dann erstmal. Ich schicke euch ein bisschen Sonne, was wir hier haben. Bis dann. Moin! Heute ist unser vierter ganzer Tag in Auckland und wie es der Zufall so will, haben wir uns gestern gedacht, dass wir heute mal am Samstag in die Stadt reinfahren. Und genau, heute ist St. Patrick's Day, das haben wir gar nicht vorher bedacht. Oder zumindest wird das hier jetzt gerade in Auckland gefeiert. Und hier bereitet sich gerade schon mal die große Parade vor. Die Queen Street ist quasi gesperrt, die Parade geht hier gleich runter und ich dachte, ich mache eine Aufnahme mal, bevor ihr mich nicht mehr versteht und das hier lauter wird. Und genau, wir stellen uns jetzt hier hin. Das Wetter sieht da nicht ganz so gut aus. Ansonsten ist es aber eigentlich relativ gut. Wir hoffen mal, dass wir hier noch trocken durchkommen. Das soll ein paar Minuten starten. Deswegen beende ich jetzt mal meine Erzählung hier. Wir werden euch in den nächsten Tagen wahrscheinlich etwas weniger Content liefern, weil wir in Auckland uns auch einfach mal ein bisschen ausruhen von dem ganzen Reisen. Und wir werden jetzt einfach mal schauen, was wir hier zwischendurch mal für Erlebnisse machen, für Tagestrips. Und genau, jetzt kommt die Polizei, es geht gleich los. Also bis gleich.
der St. Patrick's Day Parade gestern sind wir dann noch ein bisschen durch Auckland durchgeschlendert. Es gab dann auch in der Nebenstraße quasi ein bisschen Programm dazu. Das haben wir uns auch noch mal angeguckt. Dann fing es auch wieder an zu regnen. Dann haben wir uns ein bisschen in der Gegend umgeschaut. Aber dann gedacht, wir sind ja noch lang genug in Auckland. Vielleicht nutzen wir dann einfach noch mal einen anderen sonnigeren Tag, um dann ein bisschen mehr Spaziergänge durch die Innenstadt zu machen. Hier möchte sich wohl auch jemand mit euch unterhalten. Und so sind wir dann einfach mit einem Bus weitergefahren zur Westfield Mall in Newmarket und haben uns dann noch ein bisschen aufgehalten, Indoor-Spielplatz für den Großen und auch für die Kleinen ein bisschen zum Krabbeln. Und sind dann nachher einfach, nachdem wir dort auch noch was gegessen hatten, wieder zurück. Und für heute haben wir uns gedacht, Sonntag, dass wir vielleicht gar nicht so groß irgendwo hinfahren. Vielleicht müssen wir später noch mal einkaufen. Ein paar Sachen haben wir aufgeschrieben. Und in der Nähe von unserer Unterkunft, die übrigens, wie wir herausgefunden haben, irgendwie nur 10, 15 Minuten von unserer Unterkunft damals in 2017 wegliegt. Oh, 2016. Nee, 2017 war das auch. Genau. Da gibt es ja den einen Park in der Nähe und dort befindet sich One Tree Hill. Ich habe hier gerade jemanden, der unbedingt gerne das Stativ von der GoPro möchte. Und genau, da spazieren wir jetzt einfach mal hin. Und daraus hat man zum einen wohl auch einen coolen Ausblick. Und zum anderen wollen wir uns das Monument einmal angucken. Und gehen danach quasi in eine andere Straße wieder weiter zum Einkaufen. Und schauen dann einfach mal, was wir für den Nachmittag noch so machen, wo wir uns aufhalten. Genau, so viel erstmal dazu und dann Bildmaterial folgt. So, da sind wir nun in One Tree Hill. Auf jeden Fall großartige Aussicht auf Auckland. Auckland Central mit Auckland Tower. Da hinten müsste irgendwo eigentlich Roto Island sein. Oder das da, glaube ich. Genau. Wir gucken mal, dass wir noch ein bisschen Aufnahmen machen von mir drumherum. Denn ich wollte dich ja auch noch mal Drohne starten lassen. Mal schauen, wie das hier möglich ist oder halt nicht. Und mal einen Moment hier verweilen, ne? Thank you.